The Bored Watcher. Yo, was geht ab, Leute? Heute checken wir eine ganz besondere neue Map ab, und zwar motherfucking New York. Ihr habt's richtig verstanden, es ist New York und es gibt verdammt viele und hohe Häuser. Oh, und ich werde direkt von Zombie verfolgt, okay. Nicht nur einem. Zur Info, ich habe hier schon mal gespielt, fand's aber nicht wert, ein Video draus zu machen, weil die Session nicht so gut lief. Und jetzt ist der nächste Playtest und wir checken es nochmal ab. Mit New York Pulli, let's go. Ja, man sieht da hinten schon eins der Hochhäuser, davon gibt es sehr viele, also es gibt richtige Skyline und so. Ist wirklich sehr, sehr cool, die Map. Und ich bin mega gespannt, was sich getan hat seit dem letzten Mal. Schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Let's go. Beim letzten Mal, als ich hier gespielt habe, war der Running Man Z hier unterwegs. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Streamer, Schrägstrich-YouTuber. Und durch ihn war der Server brechend voll und es war einfach nur ein Dauergeballer. Oh, coole Jacke. New York Map. Okay. Ah, beim letzten Mal bin ich hier an der Krankheit verreckt tatsächlich. Es gab kaum Loot, überall war schon durchgenudelt. Was man kaum glauben mag bei den ganzen Häusern. Es wurde durchgehend geballert und ich hatte die Kotzkrankheit. Da vorne ist ein Crash, cool. Ich hatte die Kotzkrankheit, wodurch ich durchgehend Essens- und Trinkenprobleme hatte. Und das hat mich am Ende dann dahin gerafft, was mich echt abgefuckt hat. Aber egal, auf ein neues. Wachsen die Pilze auf der Straße, sehr gut. Am letzten Mal waren die Autos der beste Lootgeber. Ist ja wie gesagt noch eine Map in Entwicklung, also ist der Loot und alles noch nicht so krass verteilt. Teilweise findet man in manchen Häusern halt nicht so viel. Soll vorkommen, habe ich gehört, bei neuen Maps. Okay. Ich nehme einfach mal die ganzen Pilze mit. Dann schauen wir, dass wir Feuer machen irgendwo. Aber erst brauche ich den Heli-Crash. Wo war der? Irgendwo da hinten, oder? Oh, sind da viele Zombies. Hat er mich gehört? Ah, natürlich hat er mich gehört. Wir stehen hier schon. Und da hinten wird schon wieder geschossen. Wir kommen natürlich auch noch in das Gebiet, wo die ganzen Wolkenkratzer und so sind. Erstmal machen wir uns im Vorort breit, schauen, dass wir uns gut ausstatten. Umso weiter nördlich man kommt, umso besseren Loot findet man dann. Also da habe ich teilweise auch einfach bei Autos dann schon ziemlich krassen Militärloot gefunden und so. Hey, die Axt nehmen wir mal als Waffe. Ah, mal schauen, hier ist alles voll mit ABC-Zeug. Vielleicht muss ich den Hirsch mit der Axt umbringen. Eine gute Axt. Mitgenommen. Alles voll mit Äxten hier. So, wo war denn der Heli? Irgendwo hier, oder? Da ist er. Hier ist ein Zirkus oder sowas. Schauen wir mal, ob der Heli noch was zu bieten hat. Ich würde schon gerne direkt... Oh, hier gibt es jetzt Klicker. Okay. Sehr gut. Ich würde schon direkt eine Waffe nehmen. Oha, Alter. Okay, okay. Stehen ein Haufen Militärzombies rum. Das habe ich so jetzt nicht erwartet. Okay, die Stufe kommen so nicht runter. Vielleicht schaffe ich es so, sie abzuhängen. Töte lieber gleich, ich habe hier... Oh, okay. Da bin ich allzu viele Möglichkeiten wegzurennen. Oder irgendwo raufzuklettern, sagen wir es mal so. Ah man, die Achterbahn ist glaube ich auch neu. Auch ziemlich cool. Keine Zombies am Heli? Ah, die Achterbahn hat keine Hitbox.
Oh, der Zombie ist am Heli. Ich könnte natürlich auch mal mein Obst essen, ne? Dass ich anstecken habe. Das wäre wahrscheinlich Glück. Hat leider schon jemand gelootet den Heli. Nichts übrig gelassen für mich. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier gleich ein bisschen Holz mitnehmen. Ich brauche nämlich schnellstmöglich ein Feuer. Okay, was auch immer ich gerade fäll. So, noch eine Rinde. Und damit Feuer gemacht. Bevor ich hier gleich wieder krank werde. Mir gefällt die Map voll. Ich finde es mega geil. Also, die ganze Map ist übrigens, wir können es hier mal kurz anschauen. Die ganze Map ist einfach die Stadt. Und diese Inseln gibt es noch, da war ich noch nicht. Aber ansonsten ist das hier einfach fucking New York. Schon geil. Das hohe Gras ist eigentlich auch ganz cool. Dadurch sieht man nicht durchgehend alles hier. Finde ich ganz nice. Wirkt apokalyptisch. Straßen und so fehlen teilweise noch, wie man hier sieht. Na, hier sollten theoretisch Straßen sein. Aber das kommt alles noch. Ich habe auch Kontakt mit einem der Map-Entwickler hier. Ein sehr cooler Typ, mit dem habe ich auch schon mal ein Video zusammen gemacht. Das sind auch die Entwickler von Iceland und Dead Isle. Falls das jemandem was sagt. Iceland habe ich auch schon ein paar Mal drauf gespielt. Ein oder andere Video gemacht. Und ja, die Dudes machen mehrere Maps. Sie machen gerade auch noch eine Japan-Map. Und noch lauter anderes Zeug. Die machen ganz viele Maps auf einmal. Die Performance war übrigens beim letzten Mal auch ziemlich scheiße. Jetzt gerade fühlt sie sich eigentlich sehr gut an. Zombies geben mir gar kein Essen. Zwei gleich. Na, die Axt ist schon strong, damit kann man schon abgehen. What's up, dude? Sieht sehr verwundert aus. Dude, you have something to eat for me? Oh no, I was about to ask you that. Oh shit, man. Okay, good luck, man. Shit. Ich könnte ihn umbringen und ihn essen. Ja, Essen ist selten, das war beim letzten Mal schon so. Man findet nicht leicht Essen hier. Man hört überall die Tiere, aber dafür bräuchte man natürlich auch erstmal was zum Schießen. Der Dude hatte eine Armbrust, was schon mal ziemlich nice ist. Da liegt auch eine Leiche. Ah, ein Rucksack. Waffenreinigungsset. Ist das hier vielleicht eins mit Ofen? Hier ist doch so eine Wohnung oben, oder? Oh ne, er hat einen Elektroofen. Ah ne, da ist einer. Nice, nice. Okay, let's go. Zeit für ein Feuer, bevor ich noch... Also, krank werde ich wahrscheinlich jetzt dann schon, aber... Vielleicht lässt sich es noch verhindern mit Heatbuff. Ich denke, es ist auch relativ sicher, hier ein Feuer zu machen. Man sieht halt nicht besonders weit und dadurch... wird der Rauch kaum auffallen, denke ich. Schnell anheizen, Pilze rösten, dann bringen die auch ein bisschen mehr Nahrung. Dann habe ich nur noch das Wasserproblem. Temperaturtechnisch, ich habe gar nichts zum Verbinden, das heißt, ich mache mir erstmal keine Gesichtsmaske aus dem Dingsbums, aus dem Stoff. Echt jetzt? Echt jetzt? Beide instant verbrannt? Kann man die nicht... Kann man Pilze nicht trocknen? Scheiße. Oh Mann, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Riesenproblem, ich habe es ihm extra aufgehoben. Fuck, schnell Heatbuff und dann weiter, ich brauche neues Essen. Vielleicht hätte ich den Dude einfach umbringen sollen auf der Polizei. Die Zombies geben auch nicht wirklich. Okay. Sie geben Zeug, nur nichts zum Essen bisher. Nur Kleidung, einfach gar nichts zum Essen. Ich schätze mal, ich brauche was zum Schießen und muss Tiere erlegen, sonst werde ich hier nichts zum Futtern kriegen. Essen liegt nicht wirklich rum. Oh, fucking Klicker.
checken wir doch einfach mal in die Military, habe ja nichts zu verlieren. Holy fuck. Holy fuck, okay, okay. Tür hat jetzt nicht geschlossen oder was? Oh, nice. Was zum Schießen. Ultra viele Zombies da unten. Glücks die Axt so strong. Und das gerade ein bisschen, dass hier noch Loot ist. Okay, okay. So, haben wir eine vollgeladene AKS. Das hohe Gras stelle ich mir schon lustig vor im PvP. So, ich glaube, ich muss hier weg. Muss schauen, dass ich eins von den Tieren erlege. Nice, Pilze. Da drüben ist Chinatown. Wäre auch interessant anzuschauen, aber jetzt gerade brauche ich echt das Essen. Sonst gehe ich drauf. Bitte lass mich da rankommen. Performance ist gerade äußerst miserabel, nicht wundern. Ich denke, das werden sie auch nicht großartig in den Griff bekommen. Ja man, hier ist richtig viel Stuff, let's go. Es sind einfach zu viele Objekte und so auf der Map, ne? Diese riesigen Gebäude, dann diese hier, die sind auch alle betretbar. Also das ist schon... Für DayZ-Verhältnisse ist das schon krank viel Stuff. Okay. Fürs erste gerettet durch Pilze und den anderen Stuff, den ich da gerade gefunden habe. Aber so ein Tier muss trotzdem her. Die Brücke geht übrigens durch die ganze Stadt einfach. Ist ziemlich cool. Auf einer Seite kommt man drauf und von da oben kann man dann runtercampen und alles. Kann aber echt nur machen, wenn man genug Ressourcen dabei hat. Okay, Atomkraftwerk oder was? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier gibt es auch eine relativ große Military. Oh, nice. Okay, der Hirsch ist nicht mehr weit weg. Oh, Kacke. Musste mal ein bisschen Panik ballern. Ging nicht anders. Brauchst dein Fleisch. Ich dachte nicht, dass er so nah ist. Klang schon noch ein bisschen weiter entfernt. Oh ja, let's go. Nimm alles mit, da lasse ich gar nichts von zurück. Nice. Hat mich 6 Schuss gekostet, aber das war's wert. Ich kann mir schon vorstellen, dass solche Städte wie New York bei einer Zombie-Apokalypse am beschissensten wären. Warte mal, Police Department? Anscheinend komplett leer, überhaupt kein Loot oder was? Anscheinend, okay. Komm schon, ein Sniper. Ein Sniper wäre nice. Schleifstein ist auch nice, Nase ist auch ganz nice. Sniper wäre noch besser gewesen, aber gut. Was ist denn das? Vespa? Okay. So, da ist wohl ein Haus auf die Brücke geblumst. Hier können wir kochen. Gasthaus. Kochen wir hier doch einfach, oder? Eine Jägerjacke, let's go. Die Zombie-Geräusche sind ziemlich gut. Bin mir nie sicher, wann sie getriggert sind und wann nicht, aber klingen echt cool. Klingen gefährlich. Jawohl. Gut gesättigt kann die Reise dann weitergehen. Ich find's cool, dass mal jemand sowas Geisteskrankes versucht. Wie eine New York Map. Mega nice. Mal was ganz, ganz anderes einfach. So. Weg hier. Von da hinten kam ich. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir in die richtige Innenstadt kommen, würde ich sagen. Das ist doch ein Anhaltspunkt. Wir gehen mal zu dem Turm mit der Spitze. Gut, man sich hier im Gras einfach verstecken könnte. Wenn man jemanden sieht, einfach hinlegen und der, wenn er dich nicht gesehen oder gehört hat, würde er niemals was von dir mitbekommen.
Es gibt übrigens auch noch diese Inseln, ne, die wir vorhin auf der Map gesehen haben. Die wären auch mal interessant, aber da muss man ziemlich weit schwimmen. Mal schauen, vielleicht machen wir das heute mal. Jetzt bin ich gut ausgestattet. Ich habe einen Heatbuff, ich habe Fleisch. Eine Armbrust. Armbrust ist mega nice. Gleich mal ein paar Pfeile herstellen. Bräuchte ich nur noch ein Hühnchen für gescheite Pfeile, das wäre cool. Ah, hier geht's auf die Brücke rauf. Das könnte ich mal machen, oder? Mal von der Brücke aus schauen, was so los ist. Und wenn man eine Sniper hat, dann kann man hier schon geil roofcampen auf jeden Fall. Ja, hier sind Autos, das ist nice. Vielleicht gibt's da ja doch ein bisschen Loot. Ein militärischer Helm, aber wenigstens kein leuchtend gelber. Was witter ich da? Guck mal, einen fetten Rucksack. Und ein Holster, okay. Ah, der Jägerrucksack, der ist schon stylisch. Und das hier ist der ganz dicke. Müssen wir den ganz dicken nehmen, hilft ja nichts. Ah, hier könnte ich runter. Endet die Brücke hier? Oh, die führt da ins Wasser, okay, krass. Ja, aber hier komme ich auf jeden Fall auf die nächste Brücke runter, denke ich. Werd mir schon nichts brechen dabei. Easy. Ein Kenny-Supermarkt. Nicht Penny, sondern Kenny. Wie man ihn kennt, den Kenny. Gibt's noch Hochhäuser, die nicht total scheiße aussehen. Cool. Sehen ja fast gut aus. Hey, das hier dürfte dann schon Downtown sein, nehme ich mal an. Schwer zu sagen, sieht überall so Downtown-mäßig aus. In das Gebäude kann man sogar reingehen, okay. Schon ganz cool, wenn man hier so drüber laufen kann. Und nicht unten durch muss, von unten erkennt man immer so wenig irgendwie, kann man sich so schlecht orientieren und umschauen. Wie im echten New York, egal wo du hinschaust, du siehst nur graue Wände. Mac und Money an einem Auto, sehr gut. Da unten stehen ganz viele Police-Autos. Liegt da ein Gewehr auf dem Police-Auto schon, oder? Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich muss schauen, dass ich hier runterkomme. Ich will zu den Police-Autos. Das sind leicht zu finden, einfach der Brücke folgen, wenn ich irgendwann mal runterkomme. Da ist auch Military. Nice. Da ist die Military, da gehen wir dann als nächstes hin. Ja man, ultra viele Polizeiautos, let's go. Ob ich das Hochhaus hochrennen kann? Das wäre auch geil. Was ist ein Brunnen? Nice. Okay, wir merken uns, bei den Brücken geht's ab. So, auf einem der Autos lag auf der Motorhaube. Eindeutig ein Gewehr, da ist es. Das ist eine Weiger, okay, okay. Dachte mir schon fast, dass es eventuell eine Weiger ist. Lag da nicht auch noch ein Drum-Mag daneben? Jupp, lol. Naja. Kann man schon mal machen, oder? So eine Weiger mit Drum-Mag, warum nicht? Smoking Gun, okay, ein Waffenladen. Schauen wir mal, ob es da was gibt. Dann habe ich jetzt quasi zwei Nahkampfwaffen. Die AKS ist ja auch nicht wirklich Fernkampf. Oh shit. Sind die Waffen lootbar? Sag mir bitte, die sind lootbar. Ah, sind sie nicht. Verdammte Scheiße. Improvisierter Bolzen fünfmal. Okay. Ein paar Airdrops. Macht Sinn, macht Sinn. Und ein Safe. Oh, alles sehr low-poly hier. Aber wen wundert's? So viel Scheiß für eine Map machen. Schon heftig. Das Gebäude sieht cool aus mit den Spiegelungen und so. Wow. Voll daneben. Geht doch. Oh, hier sind Klicker. Und ein Arsch voll Zombies da unten.
Habe ich die schon in der Backe? Ich bin mir gar nicht sicher. Die haben nicht geschrien oder so. Ich glaube, die sind unter mir in dem Berg drin. Zombie auf Haus. Kein gutes Omen. Volles MP5, Mac. Lass ich auch nicht zurück. Alter, so viele Zombies. Kein Plan, ob ich schon einen an der Backe habe oder nicht. Anscheinend nicht. Wie auch immer. Noch ein fettes AK-Mag. 762 habe ich jetzt schon ganz gut. 10 Schuss oder so. Könnte man schon mal eine SKS damit spielen. Oder eine CR-Sniper. Ziemlich gut versteckt, die Military, deswegen habe ich gerade nicht so viel Angst, dass hier jemand rumgammelt. Leider kein wirklich anständiger Loot. Schon viel Stuff, aber nichts Gescheites. Okay, ich glaube, ich habe da was getriggert. Ups, den hat nach oben gewächst. Mal schauen, ob er gleich von da oben wieder runtergerannt kommt, falls ihn nur in das erste Stockwerk geknallt hat. Upp, die sind drinnen. Holy shit. Okay, aua. Fuck it, ich mach mich aus dem Staub. Lohnt sich nicht da weiter zu looten, da gab's eh nicht mehr viel. Mein Trinken ist low. Bei den Polizeiautos waren Brunnen. Aber egal, ich snack einfach Fleisch, wird schon passen. Okay, ich glaube, da könnte man hochkommen. Vielleicht. Oh. Ah, nee, vielleicht auch nicht. Ich will mich jetzt nicht hier festpacken, das wäre uncool. Oh, okay. Heli Crash mitten in der Stadt. Schau mal, was da abgeht. Brauch immer noch eine gescheite Waffe. Eine M4. Die Axt ist so strong. Echt, eine irgendeine komische Hintergrundmusik? Irgendwie schon, oder? So ein leichtes. Hey, eine VSS. Ah, eine M4 ist ja schon mal super sick. Warte mal, lag da eine SVD. Okay, weg mit der Weiger. Ich glaube, ich habe keine Muni für die SVD. In der M4 haben wir 9 Schuss, okay. Kann man da hoch? Kann man da hochgehen? Okay, das gefällt mir nicht. Das ist sehr glitchy. Da falle ich bestimmt in den Tod. Das muss nicht sein. Yes. Oh, warte mal. Die SVD ist geladen. Ja, moin. Nice.
Und ich habe ein besseres Scope dafür. Jawohl. Okay, sick ausgestattet. Noch ein bisschen 556 und die Party kann steigen. Kein Plan mehr, wo der Tower mit der Spitze ist. Kennt den Ort hier? Hier ging es beim letzten Mal richtig hart ab. Kann man da rein? Nee, oder? Sag nicht, ich kann da ganz hoch. Kann eine Weile dauern, bis ich oben bin. War schon krass, dass sie das betretbar gemacht haben, oder? Ich meine, klar, es ist Copy-Paste hier, also jedes Stockwerk ist gleich. Okay, ich kann nicht ganz hoch, schade. Bin ich umsonst hochklatscht. Cool finde ich es trotzdem. Fenster wäre noch ganz nice. Würde es auch irgendwas bringen, hier reinzugehen. Einen Plattenträger brauche ich noch, das fehlt mir noch, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ich habe mir gar gedacht, ich habe eigentlich alles, was braucht, aber ein Plattenträger und ein anständiger Helm wäre noch cool. Hier kommt man hoch. Das sieht schon eher aus, als ob man da hoch kann. Aber es ist nicht allzu hoch, aber trotzdem nice zum Runtersnipen, schätze ich. Jetzt hört man es recht deutlich, die Hintergrundmusik, wenn ich nicht am Rumrennen bin. Ist nicht wirklich Musik, sind eher so ein paar horrorfilmartige Geräusche. Kompass wäre ganz nice, dann könnten wir uns mal diese Inseln anschauen. Würde mich schon interessieren, was da so geht. Ob es da eine Freiheitsstatue gibt? Wahrscheinlich schon. Mal kurz gucken, wo das ist, in welche Richtung und ob es irgendwas Markantes auf der Hauptinsel gibt, woran ich mich orientieren könnte. Also, die Dinger sind im Süden. Die Inseln. Und eigentlich, ja, das hier ist die Straße, auf der ich gerade bin. Ich muss eigentlich nur der Straße folgen, bis ich zu einer harten Rechtskurve komme. Oder Linkskurve, je nachdem, ob ich da oben bin, keine Ahnung. World Trade Center? Okay. Und ja, wenn ich da bin, sehe ich diese Docks und ein Schiffswrack, Bootswrack hier. So, da hat wer geschossen. Oder? Kann grad. Ein geschalldämpfter Schuss. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es einer war oder nicht. Ist das hier die harte Linkskurve? Rechtskurve? Maybe. Maybe. Da vorne endet auch die Brücke. Ich glaube, das könnte hier sein. Mal schauen, hier sind noch zwei Stege. Wenn hier das Bootswrack in der Mitte ist, zwischen den zwei Dingern. Ah, es sind nicht zwei, es ist nur eins. Aber ich bin hier auf jeden Fall richtig. Muss nur noch ein bisschen weiter, glaube ich. Also, hier, da drüben ist die Insel. Okay, wir schwimmen da jetzt rüber und checken die Lage. Ich möchte wissen, was da ist. Und ich möchte schauen, ob es die Freiheitsstatue gibt. Das interessiert mich. Sieht schon cool aus, oder? Die Crash da drüben. Ist das tief genug? Schätze mal schon, oder? Wir hoffen einfach. Okay, war tief genug. Check nochmal die Insel, ist eh nicht allzu weit. Aber die Map hat was, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So eine Map, die einfach nur eine Stadt ist. Dann schaut euch das an. Sieht schon nach New York aus, oder? Also, für DayZ schon crazy, dass es so gut aussieht. Vor allem auf Entfernung mit den ganzen Wolkenkratzern und so. Ja, die sind nicht mal ansatzweise so hoch, wie sie in echt sind, aber trotzdem mega nice. Da sehe ich noch keine Freiheitsstatue, aber ich glaube, da ist eine Military. Na, ist doch viel weiter, als ich dachte. Ich denke, ich werde gleich einen Ticken leben. Wahrscheinlich kurz bevor ich ankomme. Wir haben es fast geschafft. Yay. Und mein Leben ist sogar noch voll. Bis jetzt. Ah, endlich, Alter. Holy moly. War doch viel weiter als gedacht. Sah nicht so weit aus, aber war sehr, sehr weit. So. Mal kurz abchecken. Jetzt ist mein Leben ein Ticken runter. Ich hab's gewusst, dass ich nicht mit vollem Leben da ankam. Hier liegt schon der kranke Shitraum. Okay. Muni nehme ich mal mit.
Aber hier liegt scheinbar der krasse Loot. Alles voll mit Militärstuff hier. Was cool ist. Hab ich gerade einen Bär gehört? Gut zu wissen, dass hier drüben so sicker Loot ist. Ob hier überall so kranker Militärloot liegt, muss ich mal prüfen. Ja man, hier liegt überall Militärzeug, ist ja geil. Ich will mich das nächste Mal direkt hier rüber, schnell was zum Essen holen und rüber geschwommen. Okay, der grunzt noch ein bisschen. Noch eine M4. Diesmal aber demoliert. Voll die Money. M4 scheint hier nicht der seltenste Shit zu sein. Alter, jetzt hätte ich auch noch eine AK. Nee, ich kann nicht alles mitnehmen, das macht auch keinen Sinn. Night Vision. Eine richtige Platte. Muss ich da mal Inventar sortieren, so wie es aussieht. Ein Gilly. Und noch ein Big Boy Mag. Warte mal, das ist gar nicht für meine. Gilly kann ich nicht nehmen, dafür habe ich zu viel im Rucksack. Für die AK hätte ich richtig viel Money. Wäre wahrscheinlich schlau, sie mitzunehmen eigentlich. Ich glaube, ich sortiere mal Inventar um und stecke das Ding mit ein. Gefällt mir gut die Insel, ich glaube, hier würde ich meine Base bauen. eine SKS. Eine SKS ist natürlich auch sick. Hier ist also der ganze Waffenloot hier drüben. Überlebt einfach ein Headshot, okay. Also, wir kamen von der Hauptinsel hier runter. Hier ist der Heli. Hier bin ich gerade bei den kleinen Häusern. Das heißt, ich muss den Strand weiterlaufen bis zur letzten großen Halle hier und von da aus zur Statue of Liberty. Ihr wisst, was das bedeutet. Freiheitsstatue, let's go! Ich will die unbedingt sehen, dafür werde ich jetzt nochmal eine halbe Stunde schwimmen, ist mir egal. Holen wir uns vorher auf jeden Fall einen Heatbuff und dann wird nochmal geschwommen. Für euch kein Problem, für mich dauert es eine halbe Ewigkeit. Aber alles easy. Dafür sind wir hier, zum Erkunden. Vielleicht für den einen oder anderen Fight mal schauen. So. Von diesen Hallen kommen jetzt 3 oder 4 Stück und bei der letzten muss ich ins Wasser. Military Stuff. Das kann ich mir nicht nehmen lassen, da muss ich noch schnell hinschauen. Ein roter Rucksack hier drin. Kann das der Wahrheit entsprechen? Ein richtiger Helm. Das ist auf jeden Fall gut. 308, okay. Heatbuff schon am Start oder was? Ging schnell. Na gut. Ab ins Wasser. Hier ist die Straße. Auf der entgegengesetzten Seite muss ich ins Wasser. Das ist auch was. Ins Wasser steigen, ohne zu sehen, wo man hinschwimmt. Aber wird schon passen. Ich denke, diese Statue werde ich dann schon sehen, wenn ich näher komme. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis gleich. Ich sehe da vorne was in der Ferne. Und das sieht nach einer Freiheitsstatue aus. Let's go. Verdammt weiter schwimmen. Ich meine, es ist so weit, dass man die Insel nicht mal sieht von da, wo ich komme. Ist schon sehr, sehr weit. Keine Ahnung, ob andere sich das antun, hierher zu schwimmen. Aber man muss es ja mal gesehen haben, oder? Das ist wie in echt. Man kann nicht in New York gewesen sein, ohne die Statue anzuschauen. Holy moly, okay.
Wir sind da, Leute. Schaut sie euch an, die wunderschöne Dame. Okay, das ist tatsächlich Gift. Könnte sogar eine dauerhafte Giftzone sein. So, ich will da rein. Ich will da rein. Keine Ausdauer, um hoch zu hüpfen. No way! Ist mein Rucksack jetzt weg? Er ist weg. Nein! What the fuck? Ja. Damit haben wir unsere Ressourcen mal mehr als halbiert. Okay, das hätte ich vielleicht testen sollen mit irgendwas nicht so wichtigen. Aber gut. So viel dazu. Kann ich da jetzt hochspringen? Das habe ich es immer noch nicht ausprobiert. Nächstes Mal lege ich den Rucksack irgendwo ab, wo es sicherer ist. Ich kann leider nicht ganz hoch auf den Hügel. Ich stehe da so drinnen. Naja, da kommt man wohl nicht reingeklettert. Schade. Na gut. Das war dann der Rucksack. Den hat die gute Liberty gestohlen. Nicht so schlimm. So ein bisschen Loot. Mal in eine Struktur reingeworfen. Das wäre so oder so dumm gewesen. Ich hab's reingeschmissen und wusste noch gar nicht, ob ich überhaupt draufklettern kann. Mosimoni für die SVD. Sehr gut. Echter Plattenträger. Nice. Guter Loot, guter Loot. Wird eine Freude, da dann wieder zurückzuschwimmen. Jupp, da ist ein Klicker oder so. Eine Claymore. Jetzt noch ein Draht. Und wir können eine kleine Falle bauen. Dann bin vielleicht nicht ich derjenige, der reinrennt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich genau jetzt gleich in eine reindreht. Immer wenn ich anfange, nur solche Gedanken zu kriegen, drehte ich gleich selbst in eine rein. Okay, das war dann wohl mein Schalli, auf den habe ich überhaupt keine Acht gegeben. Schnell weg. Oh shit, okay. Mein Messer ist weg, anscheinend. Nur einer, oder? Und der wurde schon gehittet, also... Sollte gleich umfallen. Hey! Danke. Okay, kann ich jetzt hier überhaupt noch irgendwas erkunden oder ist alles unter Gas? Ah, da fängt's Gas an und das ist ziemlich sicher doch Giftgas. Da drüben ultra viele gelbe Zelte. Ah, viel weiter kann ich hier nicht. Ich werde gleich anfangen zu husten. Ist wahrscheinlich eine statische Giftzone. Naja. Dann haben wir die Liberty gesehen und schwimmen zur nächsten Insel, oder? Ah, sag nicht, meine Map war da drin. Oh ne, meine Map war im Rucksack. Shit. Okay, das heißt, wir surfen jetzt auf gut Glück durch die Gegend. Wir sehen uns auf der anderen Seite mal wieder. So, die nächste Insel. Ich kann jetzt leider nicht mehr schauen, wie sie heißt und was hier eigentlich abgehen soll. Aber für mich sieht es so aus, als wären wir hier auf einer Krankenhausinsel bis jetzt. Ich sehe nur gelbe Zelte und Krankenhäuser. Mal schauen. Ich glaube, vorhin was gelesen zu haben von der Insel, irgendwas mit Museum. Museum der Toleranz oder so. Irgendwie sowas. So, ich muss jetzt dann auf jeden Fall schauen, dass ich frisches Essen bekomme. Meins ist ja jetzt fast leer. Dank der Rucksack-Eskapade. Hey, wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Sehr nice. Dann erstmal kurz. Ja, okay, bisschen
flüssigkeitsbringendes Essen habe ich noch. Wo es ja auch mal einen Brunnen geben muss irgendwo. Muss mal schauen, ich habe doch bestimmt noch ein Messer im Stiefel oder so. Schleifstein habe ich auch, kann ich da mal reparieren. Nun, Henna-Pack. Hübscher Rucksack. Genauso groß wie meiner, ich nehme den. Hält, glaube ich, auch wasserdicht. Jäger-Rucksack, wenn ich mich recht entsinne. Erstmal einen Überblick verschaffen. Mal schauen, ob ich was zu trinken finde. Und dann kann ich mal kurz schauen, ob es Medizin gibt, vielleicht. Wenn ich trinken finde, brauche ich nicht unbedingt Medizin, denke ich. Drüben ist militärischer Shit, oder was? Ah, sieht fast so aus. Ein Glückshut. Das setze ich jetzt mal nicht auf. Ich habe meinen Helm und noch einer, okay. Das Game will so unbedingt. Ich nehme ihn mit. Er bringt auch in der Tasche Glück, habe ich gehört. Ja, so ein bisschen Military Stuff ist hier. Aber ich glaube jetzt nicht übertrieben viel. Oh, okay. Habe ich doch ein bisschen mehr als gedacht. Den da hinten gerade auch ich getriggert. Anscheinend schon. Ne, 101. Oh, kacke. Den lasse ich mal hier drin mit der 101. Alter, hier liegen so viele Waffen. Ist nochmal eine 101, oder? Money muss ich mitnehmen. Na, wir haben auf jeden Fall herausgefunden, wo hier der High-Tier-Loot rumliegt. 101 ist eigentlich schon ordentlich selten. Schon ein bisschen Schiss in die Mine reinzurennen. In jedem Gebäude ist einfach eine Waffe. Nimm mal die Gasmaske mit. Vielleicht haben die hier die Mod, dass man nur die Gasmaske braucht. Alter. Eine Ska-Ha. Jawohl, mit Drum-Mag. Tschüss, Gasmaske. Hallo, Ska-Ha. Fehlt nur noch. Ich hab ne Packung 308. Let's go. Ska-Ha ist halt einfach die krasseste Sturmgewehr, was man haben kann. Mit Griff und Schalli, ne? Holy moly. Kannst du das Maul halten da hinten? Danke. 100 Schuss, Mac. Heilige Scheiße. Leider sind meine Repair-Kits weg. Aber das macht nichts. Finde ich schon wieder eins. Das Ding bräuchte nur unbedingt eine Visierung. Das ist nämlich echt ein Krampf. Machen wir eine Visierung. Leider ist meine einzige Batterie mit der AK flöten gegangen vorhin. Das heißt, jetzt brauchen wir auch noch eine Batterie. was haben wir hier? Nice. Mehr Ska-Harmony. Let's go. Direkt reinladen. Im Ernstfall regelt sich Ska-H halt übel. Vollautomatisches Sturmgewehr mit 308. Was krasseres gibt's einfach nicht. Eine M4 und eine Ska-H ist schon... schon ziemlich sicker Loot. Oh, neuer Schalli. 62 Schuss sind da drin. Könnt ihr eigentlich austauschen gegen meine UMP, oder? Hauptsache irgendeine MP. Ist da gerade ein Zombie abgegrunzt? Klang gerade schon, als ob da ein Zombie angreift. Man könnte auch der sein, der da irgendwie in der Wand festhängt, der die ganze Zeit rumgeschrien hat. Wird schon passen. Gibt's hier auch Loot? Oh, hier gibt's Essen. Okay. Nehme ich mit, warum nicht? Ah, der gammelt da oben auf dem Dach. Okay. Das erklärt, warum er die ganze Zeit so rumgegrunzt hat. Nice. Eine hübschere Maske. Sehr cool. Mag die Blowjob-Maske nicht so.
Zombies in der Schule. Okay, jetzt bin ich wieder ordentlich schwer beladen mit meinen drei großen Waffen. Noch eine 101. Wieder mit 5 Schuss, okay. Ja, wenn man sich in Ruhe vollgieren will, dann lohnt sich das hier auf jeden Fall. Reinigungsset, nice. Das habe ich verloren vorhin. Tschüss, Glückshut. Danke, hast gut Glück gebracht. So, leider habe ich jetzt nur getrocknetes Obst gefunden, was mein Durst noch erhöht, wenn ich das jetzt esse. Bedeutet, wir müssen erst schauen, dass wir was zum Trinken finden. Das aus der Flasche riskiere ich mal nicht zu trinken. Wir können uns das hier noch reinballern. Das gibt ganz gut. Kurzzeitig. Und dann mal schauen. Irgendwo auf der Insel gibt es safe einen Brunnen, aber muss man erstmal finden mit dem hohen Gras. Leckerer Dosenspeck. Lösche Durst wie sonst nichts. Ja, machen wir mal so. Ich glaube, die Scar ist jetzt erstmal die Hauptwaffe. Macht mehr Damage als die M4. So, das wollte ich mir noch anschauen. Dieses übertrieben riesige Silo-Ding. Bunkerteil. Keine Ahnung, was das ist. Ist auf jeden Fall ultra groß. Viel größer als sonst immer. Da oben könnte es auch noch ordentlich Loot geben. Ist krass, wie man die Zombies einfach nicht sieht hier mit dem Gras, ne? Die sind genau gleich groß wie das Gras, glaube ich. Deswegen echt schwer zu sehen, wenn man selbst im Gras steht. Okay, gar kein Loot, alles klar. Da unten sehe ich auch keinen auf den ersten Blick. Aber wir können uns mal schnell umschauen, was hier so abgeht. Da hinten war ich. Keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist. Ein umgebautes Krankenhaus oder so. Komisch aus. Könnte man sich auch mal anschauen. Warum ist das so schwarz? Okay, ich denke, militärisch gesehen war es das hier. Schon cool gemacht, oder? Oh, ich sehe den Brunnen, da drüben ist er. In der Schule, let's go. Direkt ins Auge gestochen. Ab zum Brunnen. Die Claymore würde ich schon gern setzen. Wenn hier jemand rüberkommt, nachdem er 100 Jahre geschwommen ist, macht Wurm und er stirbt random. Okay. Perfekt, um sie einzusperren hier. Jawohl, damit geht's uns wieder gut und wir werden hoffentlich nicht krank. Ich meine, ich bin die ganze Zeit unterkühlt, was ein Problem ist. Aber ich denke, ich mach's wie sonst auch und mach erst einen Heatbuff, wenn ich wirklich krank bin. Die faule Art und Weise, das anzugehen hier. Beziehungsweise mache ich natürlich ein Feuer, wenn ich gescheites Fleisch bekomme. Das Hühnchen müsste gegrillt werden, theoretisch. Aber bin ich dafür nicht viel zu faul? Ich glaube schon. Wichtiger wäre jetzt erstmal herauszufinden, wie ich wieder zur Hauptinsel komme. Ich habe nämlich keinen Plan, um ehrlich zu sein. Theoretisch weiß ich ja, dass die Statueninsel links war und die, auf der ich jetzt bin, rechts. Das heißt, wenn ich die Statueninsel sehe, muss er rechts von mir sein und in die Richtung muss ich dann schwimmen. Wenn das so ist, wie ich gerade gesagt habe. Ich bin mir nicht 1000% sicher, aber relativ. Ist das das Krankenhaus, das so schwarz aussah? Nee, das da drüben ist es. Sieht aber nicht mehr so schwarz aus jetzt. Oh, nice. Tape ist immer gut. Ich glaube, das ist das, in dem ich vorhin drin war, oder? Wow. Holy fuck, Alter, hat er mich erschrocken. Heilige Scheiße, hat er mich erschrocken, das gibt's ja gar nicht. Er stand auf einmal vor mir.
Oh, ich muss durchatmen. Das hat mich so erschrocken. Alter, hab ich mich erschrocken. Er hat's auch nicht gecheckt. Ob er alleine hier war? Also das ist direkt über den Weg gelaufen. Was ist das für ein Zufall, hey? Holy shit. Wenn die Zombies weg sind und ich mich direkt an die Leiche lege, sollte ich eigentlich relativ safe looten können, oder? Kämpfer gegen Zombie. Da hat einer gegen Zombie gekämpft, der ist nicht alleine. Tot muss er ja sein, oder? Ich habe ihn in den Kopf geschossen danach. Im Haus. Was, ein Zombie? Das ist ein Zombie, anscheinend. Durchs Haus gelatscht. Oh, da. Da schleicht jemand im Gras rum. Ich glaube, er liegt an der Leiche. Zeig dich, Saftsack. Hat er das gehört? Fuck man, das hohe Gras, das ist so übel. Im PvP ist das absolut übel. Da hinten ist noch ein Brunnen. Kann ich irgendwo hinflankieren? Auf den Felsen? Ist schon ziemlich nah. Und auf die Ding hochgehen. Auf das Krankenhaus. Ich sehe ja gar nichts in dem Scheißgras. Puh, ich bin nicht sicher, ob das der beste Play ist. Während er da unten die Tarnung hat, stehe ich hier oben rum. Aber er kann nicht immer noch an der Leiche sein, oder? Das wäre mega dumm. Ich glaube, er ist nur dran vorbei, durchs Haus eventuell. Aber dahinter war auch ein Zombie, also den hat er bestimmt aufgeschreckt, wenn er da vorbeigeschlichen wäre. Warum kann ich einfach mal einer alleine sein in DayZ? Niemand spielt Solo. Müsste noch weiter weg, dass das Gras nicht mehr da ist. Dann kann ich ihn wegknallen, falls er noch da liegt, aber ich glaube, da liegt er nicht mehr. Aber das beweist, in dem hohen Gras kann man sich echt sicher fühlen. Im Glaubensbereich kann dir da keiner was anhaben, hey. Der Loot ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber der zweite Kill, den brauche ich. Oh. Zweiter Kill gesaved. Sind's drei? Glaubt jemand, das sind drei? Ich sehe die Leiche schon wieder nicht mal mehr. Okay, runter vom Dach. Niemals zu lange auf so einer Posi bleiben, vor allem nicht nachdem man geschossen hat. Jetzt kommen wieder alle Zombies. Ich hoffe, er ist tot. Ich hoffe einfach mal, dass mein zweiter Safe Shot gehittet hat. Wenn nicht, schleicht er da gleich weiter rum. Wo liegt Dude Nummer 2?
Wenn der jetzt hier irgendwo lebend liegt, bin ich tot. Gut, Nummer 1 wurde richtig schön ausgeleert von ihm. Er lebt noch. Er lebt eiskalt noch, das gibt's ja gar nicht. Lebt immer noch? Ich hab seinen Atem gesehen im Gras. Das muss aber tot sein, oder? Nicht mal seine Leiche hier. Da ist er. Oh man, die waren gut am Survivalen, die Dudes. Leider haben sie einen kürzeren gezogen. Hat er auch eine M4 in der Hand. Kein seltenes Gut hier. Einen dritten gibt's nicht auch noch, oder? Nee. Da wird kein dritter kommen. Ich loot jetzt in Ruhe. Ist mir scheißegal. Wenn ein dritter kommt, dann muss er mich erstmal finden. Im Hohengras. Ich dachte gerade kurz, ich habe jemanden gehört, aber ich glaube, es war eine Einbilder. Oh, seine Karte brauche ich. Let's go. Wir haben wieder eine Karte. Nur schnell weg jetzt hier. Ich will jetzt zurückschwimmen. Ich mag nicht mehr hier sein. Nach so einer Action fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich habe kaum noch Money, Alter. Was habe ich bitte für ein riesiges fucking Scope auf meiner Bison? Das muss ich auf die Ding drauf tun, auf die SVD. Okay, ich habe viel mehr Money, als ich dachte. Nice. Hat man mal wieder gesehen, wie wichtig es einfach ist, in Bewegung zu bleiben. Schön rotieren. Nie zu lange an derselben Stelle bleiben im PvP. So. Nebenbei können wir das Mag auch noch ein bisschen füllen. Dann hat die M4 auch wieder ein bisschen was zum Schießen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die Liberty genau ist. Jetzt wird es halt auch noch dunkel, glaube ich. Da drüben ist sie. Das heißt, eigentlich ist hier drüben das Mainland, wenn ich mich recht entsinne. Ah ne, warte mal, wir haben eine Karte. Wir können ja gucken. Ist ja gar kein Problem. Liberty ist rechts von mir. Nee, das heißt eigentlich muss ich über die Bucht und in die Richtung dann, okay. Da hinten sieht man das Mainland sogar. Sehr cool, dann mache ich das mal. Okay, wir haben es fast geschafft. Leider ist es jetzt ultra dunkel. Ich schätze, ich werde dann warten, bis es hell wird, dass ihr wieder was seht im Video, sonst bringt das alles ja nichts. Theoretisch würde ich jetzt nachts auch durch die Gegend streifen, aber... ist für'n Arsch, wenn man im Video überhaupt nichts erkennt. Und dann sehen wir uns, wenn es wieder hell ist. Bis gleich. So, Freunde, weiter geht's. Mein Fleisch vergammelt schon. So, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt so krassen Loot. Vielleicht versuche ich mal auf eins von diesen krassen Häusern zu gehen und ein bisschen zu snipen, oder? Dafür müsste die Map ja eigentlich wie gemacht sein. Feuer bräuchte ich vermutlich nochmal. Suchen wir uns einfach mal ein schönes Dach und da machen wir gemütlich Feuer und so, würde ich sagen. Boah, ich muss natürlich auch einen Ofen haben. Ich will kein Lagerfeuer machen und ich kann auch keinen langen Stock mitnehmen zum Braten. So kalt, dass ich weiter Leben verliere. Vielleicht muss ich meine Kleidung mal schnell trocknen, das wäre wahrscheinlich klug. Sonst gehe ich hier langsam aber sicher drauf. Na, wenn meine Kleidung trocken ist, dann verliere ich kein Leben mehr, denke ich. So, ich bräuchte jetzt eine Hütte zum Kochen. Und dann hätte ich gerne noch einen richtig hohen Turm, auf den ich draufklettern kann. Und wo ich auch runtersnipen kann. Der hier sieht speziell aus, aber ich glaube, auf den komme ich nicht drauf. Denke ich mal. Also ist gerade 44 Schuss, die M4 hat 20 Schuss. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten, würde ich mal behaupten. Burger King, da steht sogar Burger King, ja moin. Bisschen ausgeblichen, aber man kann es lesen. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass Burger King da steht.
mein kompletter Abenteuerfilm nur in einer Stadt. Das hat doch auch mal was, oder? Was ich auch noch nicht gefunden habe, ist ein einfacher Verband, oder? Keinen einzigen Verband bisher. So. Wenn ich mir den Heatbuff einverleibt habe, geht es mir wieder ziemlich gut eigentlich. Los, schnell weg vom Feuer. Und schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Location finden, wo man gut chillen kann. Aber ehrlich gesagt kein Plan, wo die Leute sich hier so rumtreiben. Ist alles irgendwie so ähnlich. Die Frage, will ich campen? Eigentlich wäre es schon mal geil, oder? Ich habe eine fette Sniper, ich habe eine Glamour. Schreit eigentlich alles nach, campt dir den Arschwand. Kommt man da hoch? Ne, hat keine Leiter. Schade. Da würde ich schon mal hochklettern. Liegt bestimmt eine Sniper oben. Ich glaube, ich würde nochmal auf die Brücke raufgehen. Von da aus kann man ganz gut überblicken, was abgeht und wo man hin will. Also wie gesagt, nochmal sorry für die etwas schlechtere Bildqualität heute. Oder Game-Video-Qualität, sagen wir es mal so. Ich musste die Grafik ein bisschen runterschrauben, dass ich hier nicht mit 30 FPS rumrenne. Weiß nicht, ob man überhaupt in irgendeinen von den richtig großen Wolkenkratzern rein kann. Ich glaube nicht. Ich meine, das Teil ist wahrscheinlich eh zu hoch. Oh shit. Oh fuck. Aus so einer Höhe zu snipen muss man auch erstmal machen, ist gar nicht so einfach. Krass. MPs sind so schwach. Ich meine, klar, ich schieße nicht auf den Kopf, aber komm schon. 3 Hits in die Brust und er steht immer noch. Schon ein bisschen Overkill. Underkill. Ah, hier ist wieder der Tower mit der Spitze, den ich schon ein paar Mal versucht habe zu verfolgen und es nie geschafft habe. Vielleicht kann man in den ja rein. Und vielleicht ist das ja das World Trade Center. Ich weiß nicht mehr genau, wie die World Trade Center aussahen, aber ich glaube, die waren nicht wirklich was Besonderes. Das könnte natürlich auch das Empire State Building sein. Das ist auch das Größte hier. Ich glaube, das soll das Empire State Building sein. Das geht ja auch spitz zu, soweit ich weiß. Ist schon geil, also ich feiere die Map übelst. Was ich auch lustig finde, ich habe meine Grafik jetzt wieder ein bisschen nach oben gestellt und jetzt habe ich noch bessere FPS, als wenn ich sie ganz niedrig stelle. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich bin jetzt mal nicht so gierig und gehe an den Heli ran. Sondern ich schaue einfach nur mal, ob sich irgendwas bewegt hier. Ah, schon wieder. Okay, Heli Crash ist wohl weg nach dem Neustart. Ich weiß auch nicht wirklich, wo man spawnt. Also schwer zu sagen, wo ich campen könnte, weil ich keinen Plan habe, wo sich wirklich Leute rumtreiben. Wenn ich kein Geschieße oder so höre, kann ich nur raten. Also hier bin ich gerade. Die Westseite oder ja, Nordwestseite könnte man sagen. Das heißt, wenn ich hier runterlaufe wieder, denke ich mal, dass hier ist Chinatown. Das habe ich vorhin gesehen, da bin ich dran vorbeigerannt. Das heißt, ich bin irgendwo hier gespawnt vermutlich. Wahrscheinlich hier. Das heißt, wir laufen jetzt wieder zurück, weil wir gerade da sind, wo wahrscheinlich die wenigsten Leute sind. Und schauen, dass wir noch Action kriegen mit den geilen Gear. Oh, ein Kompass, let's go. Der hat gefehlt. Er ist total im Arsch. Da ist Norden, ja voll. Ich bin genau da, wo ich dachte, ich bin genau da, wo ich gesagt habe. Okay, ich kann der Brücke einfach mal folgen. Die führt eh durch die ganze Stadt quasi, also ist eigentlich nicht mal verkehrt. Ich würde lieber oben auf der Brücke laufen, das wäre noch ein bisschen cooler. Holy shit, schon wieder, hey. Das gibt's ja gar nicht. Wie oft das passiert. Oh, er hat Tabletten für mich, nice. Und er hatte einfach eine Waffe. Puh, wieder erschrocken wie Sau. Ich wollte vorhin schon sagen, das machen bestimmt andere auch, die einfach hier entlang laufen. Und das so als so ein bisschen Autobahn usen quasi. Ist krass, wie man sich erschrickt, wenn auf einmal dir einer entgegenkommt, hey, holy fuck. Das Gute ist, die sind genauso wenig drauf gefasst wie ich oder wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, so wie mir das vorkommt. Die reagieren meistens gar nicht, der andere vorhin hat auch erst sau spät reagiert.
Okay, ich will unbedingt auf die Brücke. Am besten wäre die große Brücke da oben, aber die kleine wäre auch nicht schlecht. Roter Zombie. War vermutlich der Dude, den ich gerade gekillt habe, nehme ich mal an. Die Brücke scheint noch eine ganze Weile weiter zu gehen. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen hier rüber. Und check mal die Lage, ob hier was geht. Vorne läuft einer. Genau bewegt. Headshot. Hat sich genau bewegt, als ich geschossen habe. Mir übrigens auch egal, ob ich jetzt Bambis kill oder so, ich töte jeden. Oh, da oben auf dem Dach. Da oben war gerade eindeutig jemand. Hundertprozentig. Der hier ist tot, oder? Ja, der ist safe tot. Zombies kommen, ich muss ein bisschen wegflankieren. Hey Bro! Nicht mit mir, Kumpel, nicht mit mir. Läuft nicht einfach zu einem anderen Dude hin. So was macht man nicht. So, ich glaube hinter dem Haus, ja, da oben war der Dude. Kein Plan, ob er auch noch da oben ist und ob er Gear hatte, ich weiß es nicht. Aber wir werden es bestimmt bald herausfinden. Die Seite ist er gerade vorhin gerannt, der Typ. Scheint aber nicht mehr oben zu sein, ich glaube er hat nur gelootet. Bisschen problematisch, dass meine Scar-Muni langsam leer wird. Den hab nicht ich gekillt hier. Da hinten wird geballert. Schauen wir nochmal, ob wir da was finden. Das sieht cool aus, das Haus. Voll detailliert, was geht. Leider nicht betretbar, aber voll detailliert und hübsch. Nicht schlecht. Ich werd mega hin und her gescheucht von den Schüssen. Der Schuss gerade war direkt hinter mir. Alter, so viele Zombies. Willst du mich ficken, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Das nächste Mal schieße ich gleich voll Auto rein. Hier ist wieder die Brücke. Vielleicht folge ich doch mal der Brücke, um eine gewisse Richtung zu haben. Mal schauen, wie lange diesmal. Eigentlich müsste man der coole Typ sein und sich da im Feuerwehrturm reinsetzen. In den niedrigsten aller Türme hier. Irgendjemand ist so gestört und macht das sogar. Yeah. Hey guys, what's up? Hello? Hello, why do you shoot? Holy fuck, was hier los, Alter? 3 Kills? Kein Plan, ob hier noch wer drin ist. Lass mich in Ruhe, Zombie, ich muss mich verbinden. Das war fast meine komplette Muni.
Kein Plan, ob hier noch Spieler sind. Ultra viele Schritte. Ich mache einen Scherz, dass keiner so verrückt ist, sich da drauf zu setzen, und dann sind hier drei Leute, weißt? Ich muss hier weg. Waffen hatten die keine guten, also looten ist gerade unwichtig. Hier hat nichts Gescheites. Aber ich weiß, dass hier genug abgeht, dass ich jetzt mal auf so ein Hochhaus gehe. Jetzt ist es soweit. Wir ziehen es durch. Okay. Drück mir mal schnell mein Blut. Kein gutes Omen, dass hier Menschenfleisch liegt. Aber wir checken einfach mal hoch. Wenn mir jetzt gleich jemand in den Kopf schießt, dann soll es so gewesen sein. Ja, da oben niemanden, also wird schon keiner da sein, oder? Bin ich der höchste Punkt hier gerade? Sieht fast so aus. Die anderen Dächer sind nur ein bisschen gefährlich, aber geht schon. Oh, da ist jemand drinnen. Da war Bewegung. Irgendwer gammelt immer noch in der Feuerwehr. Irgendein verrückter Dude. Das ist wahrscheinlich der Typ, der schon von Anfang an drin ist, immer noch drin und keiner hat ihn bisher rausgekillt. Oh, da hinten läuft er. Okay, gutes Stück drunter. Hängt das auf mich? Ich richte mich oben jetzt häuslich ein. Komische Soundkulisse, diese Glamour. Hä? Hä? Warum? Okay, packt wohl ein bisschen. Funktioniert nicht. Buggy. Naja, mache ich den Sprengsatz halt nicht scharf. Zieh's mal raus. Falls jemand kommt, kann ich's ausprobieren. Oh, da unten geht's wieder ab. Und dass keiner hinter mir oder neben mir ist. Keine Batterie drin, Anfänger. Da ist noch einer, es geht unten ab. Oh, Lucky Boy. Ganz knapp ausgewichen. Sieht tot aus. Okay, da wird es schwierig, jemanden zu finden. Okay. Okay, okay. Wer wagt es und von wo? Aus der Halle da hinten? Schon wieder aus der Feuerwehr? Muss aufpassen, die Dudes, die wissen, dass ich hier oben bin. Wenn sie schlau sind, gehen sie auf eins von diesen Häusern da drüben und versuchen mich mit den Holzwaffen wegzuholen. Oh, das nächste Opfer da unten. Okay. Der schießt irgendwo von der Brücke, oder? Hat mir voll in die Platte geschossen, glaube ich. Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich eine Wundinfektion krieg. Mal schauen, vielleicht denkt er jetzt, ich bin tot und kommt hoch. Muss irgendwo von links von der Brücke gekommen sein. Ich glaube, der andere war ein Bait eventuell, der da gelootet hat. Das wäre ultra smart. 10.000 IQ Play. Das ist die ganze Ritze. Mich tötet euch alle. Heute kenne ich mal gar nichts.
Okay. Na, irgendwo da hinten geht's ganz schön ab, bei dem Hochhaus da drüben. Flüssigkeit. Oh. Kleine Ratte, was machst du da? Hat das falsche Haus ausgesucht aus Versehen oder was? Hm, ich sehe gerade, ich habe hier noch ein 25er-Merk für die Ska. Oh, ich höre ihn. Ich habe gerade Schritte gehört. Ich sage aber wie Schritte auf Wiese. Ob ich ganz unten Leute hören würde? Normal nicht, oder? Schon ganz schön weit weg. Okay, der da unten ist immer noch da. Keine Ahnung, wo genau. Ich finde den einfach nicht, von wo er schießt. Keine Ahnung. Krass, dass der Dude einfach immer noch von da unten auf mich schießt. Was ist mit ihm? Ist er ein Camper oder was? Naja, ich glaube, ich gehe mal runter. Mal schauen, ob da unten jemand auf mich wartet. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, noch ein bisschen im Nahkampf. Schauen mal, ob es irgendeiner da mal schafft zu beenden für uns. Ja, ich höre Fliegen. Irgendwer ist hier unten gestorben. War ja vorher eigentlich nur das Menschenfleisch gelegen. Okay. Ich kenne nichts, ich baller jetzt einfach. Wie gesagt, mein Leben war lang und glorreich. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ich kann in Frieden sterben, sage ich mal. Ich teste mal was. Kann ich mal zünden. Ist nicht scharf geworden, das Ding. Naja, weg damit. Anscheinend hat es die Position irgendwie einen Bug ausgelöst oder so. So, ich schätze mal hier. Wow, okay. Das war laut. Da oben ist bestimmt ein Gegner. Komisch, die Waffe gerade klang. Mega knackend irgendwie. Ultra laut und knackend. Das Problem ist, ich habe gerade nicht wirklich Zeit für sowas. Ich muss trinken finden. Ist was zu trinken? Also, hat nichts zu trinken für mich, verfickte Scheiße. Warte mal, was ist denn das hier? Habe ich hier ein Versteck gefunden? Hier würde ich meine Base reinbauen, komplett undercover. Oh nice, ein kleiner Snack. Irgendwer rennt da rum. Irgendwer rennt hier rum. Ich wollte gerade ganz gemütlich meine Pastete genießen. Ah, hier ist die Brücke umgekippt. Führt da eine Strebe nach oben? Ob ich da hochkomme? Ich kann auf der Brücke rumrennen, aber ohne trinken bringt mir das nichts. Ja Mann, ich kann da hoch. Cool. Versuche ich mir mal zu merken. Überall tote Zombies hier. Hier ist irgendwo ein Psychopath unterwegs. Okay. Stalkermäßige zerfetzte Leichen. Hier ist einfach eine halbierte. Schön in der Mitte halbiert. Das Problem ist, mit dem hohen Gras übersieht man die ganzen Brunnen ständig. Vermutlich. Und was auch fehlt, ist ein bisschen Fluss- oder Kanalgewässer, das wäre ganz cool. Orientierung ist hier gleich null, ich sag's euch. Kein Plan, wo ich hinrenne. Oder wo ich herkomme. Oder wo ich hin will. Kann ich nur weiter in der Gegend umher sprinten und warten, bis ich einen Brunnen finde. Oh, da ist der Brunnen. Oh, doch nicht abgehängt. Digga, dann komm doch. Ah, okay. Macht krasse Outplays oder was?
Das kann mich nicht einschüchtern, ich hole mir jetzt Trinken, fickt euch. Schön tarnen beim Trinken. Nur da vorne geht's auch auf die Brücke rauf. Let's go, wir gehen auf die Brücke. Ich wette, hier gibt's einen Haufen Flecken, wo man irgendwie... Oh shit. Komm. Target down. Bitte lass mich hier nicht durchplumpsen. Ja man, let's go. Aua. Target down down? Ah, ich glaube schon. Target super down quasi. Oh nice. Mehr Notfallwasser. Ziemlich cool. Was ich gerade sagen wollte, ich wette, es gibt hier einen Haufen Flecken, wo man irgendwie zum Beispiel auf Bäume oder so in Baumkronen reinjumpen kann und von da aus Leute bekämpfen kann. Bin ich mir sicher, dass das hier ziemlich häufig funktioniert. So, mal schauen, ob mich jetzt dann gleich jemand von dem Dach wegknallt hier. Brücke ist nicht gerade der sicherste Place to be. Aber ich fühle mich wohl. In welche Richtung wollen wir denn? Von mir aus gehen wir einfach mal in die da. Keine Ahnung. Super gute Deckungen hier, nämlich gar keine. So, hier runterhüpfen ist auch keine Lösung, falls jemand auf mich schießt. Die einzige Lösung wäre zurückschießen. Zurückschießen oder sterben wie ein stolzer Brückengänger. Fettes Stadion. Cool. Ziemlich cool, ziemlich cool. Hat keine Texturen innen drin, aber cool, cool, cool. Und ich frage mich, ob ich da oben raufkomme vielleicht. Wenn ich da so das Geländer hochlaufe, könnte funktionieren. Maybe. Ne, ich glaube, es klappt vielleicht wahrscheinlich doch nicht. Oder doch? Es klappt. Oh man, das geht, let's go! Der übelste Brückenwanderer. Vorne latscht einer rum. Reingebrochen. Robbt da rum im Bus. Ich, ob er da wieder rauskommt so? Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Irgendwann muss mich doch mal einer als erstes sehen, oder? Das gibt's ja gar nicht. Sicher ist das hier überhaupt nicht, was ich mache. Hier gibt's keine einzige Deckung. Wenn hier jemand von oben auf mich schießt, bin ich tot. Dann bin ich 100% tot. Ist nur eine Frage der Zeit, bis mich einer hier oben sieht und mich wegsniped. Kann nicht mehr allzu lang dauern eigentlich. Keine einzige Deckung hier, kein gar nichts. Gefällt mir der Helm, sieht lustig aus. Ne, 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 so spielen wir das Spielchen nicht. Keine Fremdlinge auf der Brücke erlaubt. Diese Brücke ist meine Brücke. Ich bin wieder der hässliche Inzucht-Typ von Game of Thrones, dem die Brücke gehört. Die Leute spawnen hier gar nicht mit einem Knicklicht oder so. Soll ich mich wetten, dass der halbe Server ausloggt bei Nacht? Ich muss ja leider auch, sonst sieht man im Video gar nichts. Aber ich würde auch sagen, dass das mal reichen soll für heute. Keine Ahnung, anscheinend schafft es keiner mich zu killen am heutigen Tage. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Map haltet. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich einfach alles und jeden umbringe. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen und Peace. We'll be right back.